Es ist ein fließender Übergang. Ich würde schon sagen, dass Kunst auf jeden Fall diese Dimension des Unterhaltenden haben sollte. Bin persönlich eher skeptisch gegenüber einer Kunst, die sich völlig bedeckt und reserviert hält, die nur verrätseln will, die sich nur zurückziehen will, die nur hermetisch sein will. Also sie soll sehr wohl auch auf ihr Publikum zugehen und das Publikum mitzunehmen versuchen. Aber natürlich ist sie jetzt was anderes als irgendeine Unterhaltung, wie ich sie erlebe, wenn ich ein beliebiges Fernsehprogramm anschalte. Und da wäre dann schon für mich ein Kriterium, dass ich von einem Kunstwerk etwas vermittelt bekomme, was entweder den Charakter des für mich Neuen und Überraschenden hat, dass ich das Gefühl habe, ich lerne hier auch was oder ich mache hier eine Erfahrung, die ich sonst so nicht gemacht habe. Oder dass ich das Gefühl habe, das ist differenzierter, subtiler, feinsinniger als der Standard an Unterhaltung. Es muss da nicht unbedingt neu sein, aber ich muss das Gefühl haben, ich kann da vielleicht so Nuancen meines Geschmacks noch besser ausprägen dadurch und werde dadurch auch auf eine Art bereichert. Also Kunst sollte zwar unterhalten, aber es sollte eine Unterhaltung sein, die nicht folgenlos ist. Wenn ich irgendeinen beliebigen Fernsehfilm mir angucke, dann habe ich am nächsten Tag schon meist vergessen, worum es eigentlich ging. Und das ist so ein rein tautologisch. Es wird nur mir das nochmal wieder erzählt und vorgeführt, was ich ohnehin schon weiß und kenne. Und von einem Kunstwerk würde ich doch erwarten, dass es mich ein ganz, ganz kleines Stück verändert.